So, was haben wir denn hier? Pitkins Beschwerde in Kohlebecken, geschwollene Notizen, Champagner, Garrons Medikament, rechtzeitiges Auftauchen, sind so im Bunde. Nein, da haben wir wieder was. Die letzte Expedition. Finden Sie heraus, wohin Sir Rodney wenige Tage vor seinem Tod gegangen ist und lüften Sie sein großes Geheimnis. Jo. Was haben wir hier? Dampffeuchtigkeit. Das Wasser im Blumen. Gut, das haben wir schon. Da haben wir was Neues. Genau, Pitkins Sorgen. Pitkin war nicht glücklich darüber, dass sich die Eröffnung der römischen Thermen wegen Sir Rodney verzögerte. Er war verärgert. Pitkins Hoffnungen. Pitkin ging davon aus, dass sich Sir Rodneys Forschung für ihn auszahlen würde. Die Arbeit sollte den Ruf und die Popularität der Thermen verbessern. Gut, dann nehmen wir mal das hier. So, was haben wir noch? Okay, sonst haben wir nichts. Gut. So, zerlegter This Gegenstand. is a Aha. reproduction of an ancient Greek crossbow. Eine Skizze. The gastrophets were used with ropes and hooks for sieges. Okay, können wir uns jetzt This is zusammenbasteln? a reproduction of an ancient. Ja, toll. Aber zusammenbasteln können wir es anscheinend nicht. Oder wie oder was? Ich meine, ich sag nur, ne? Wäre vielleicht keine schlechte Idee, wenn wir da die Armbrust oder sowas zusammenbasteln. Könnten wir vielleicht brauchen. Zur Not. So, was haben wir hier? Holztafel. The gastrophets were used Ja, with die ropes haben wir and vorher schon hooks gesehen. for sieges. Eine Karte. This is the map of the site. We are at the heart of an old Roman city. Okay. Okay, sonst haben wir hier nichts oder was? Nichts anzugucken mehr? Das ist ja merkwürdig. So, okay. Gut. Nun denn, dann würde ich mal sagen, lasst uns doch mal in die Baker Street und dort mal die Gusswürfel sozusagen analysieren. Das müssen wir auch noch machen. Vielleicht bringt uns das ein bisschen weiter. Man weiß es nicht. Okay. Da. Da ist unser Analysetisch. Gussformteile zusammensetzen. There Oh are mein. 12 pieces here. Let's try to gather them. I will count this piece as a starting point. Ach so, okay. Als Fixpunkt. Okay. Wie genau mache ich das? Ich möchte eigentlich diesen Würfel hier drehen können. Okay. Aber seltsamerweise, der passt ja hier nicht rein, ne? Nee. Okay, warte, was haben wir hier noch? Drehen. Wieso kann ich das nicht andersrum drehen? Das verstehe ich nicht.
Wieso kann ich das nicht andersrum drehen? Das würde dann so passen. Was zum... Ach so, man kann das hier auch noch... Ja, gut, nein. Nein, das dauert mir zu lang, auf jeden Fall. Das dauert zu lang. Entschuldigung. Das dauert auf jeden Fall zu lang, bis ich das fertig habe. Aber gut, ich hab's ja auf Twitch auch schon übersprungen, weil die Geduld habe ich einfach dafür nicht. Entschuldigung. So, okay. Was genau müssen wir jetzt machen? Achso, erstmal ein Glas auf Wasser. Jo, das gießen wir da mal rein. So. Schmelztiegel nehmen. Und das da reinfüllen. So. Now let us see what we have here. Öffnen. Aha, okay. Passt. Wir haben schon mal einen Dolch. This knife is very similar to that described by the coroner as the weapon that killed Sir Rodney. You should not leap to any hasty conclusions, Watson. Okay, zumindest haben wir schon mal eine Waffe. Die Gussform. Kohlebecken, nein. Gestohlene Notizen, Sätze Runde, so hier. Okay, das ist das da gewesen, ne? Mit der Gussform wurde die Tatwaffe hergestellt, genau. Das auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Silberwaffe herstellen. Versuchen Sie mit den gefundenen Materialien einen silbernen Dolch herzustellen. Ja, okay. Alles klar. Dann machen wir das mal. Silber-Experiment. Let us try to create an object from silver by using the mold. Ja. Das haben wir da mal rein. Schwupps. It will take a minute to melt the silver with my gas burner. Mhm. Done. Now I can proceed further. So. Dann können wir das da reingießen. Schwupps. The mold is hot. I should wait for it to cool down. Ja. Machen wir. So. Done. Now I can proceed further. Gut. Öffnen. Zeige die Zack. Und somit haben wir einen Silberdolch. Homemade silver knife. Einen silbernen Dolch. We have created a knife with the silver that we found. It could have been used to kill Sir Rodney. It was extremely clever to create a weapon that could dissolve at the scene of the crime. Das ist wohl wahr. So, der Silberdolch. Im Kohlebecken. Das passt doch wieder ganz gut. Der Mord wurde mit einer Waffe aus Silber begangen, die nach der Tat im Kohlebecken eingeschmolzen wurde. Das könnte durchaus möglich sein. Ja. Das wäre durchaus die Möglichkeit. So, was haben wir noch? Champagner? No, nein. Okay, gut. Da haben wir sonst nichts mehr. Gut. Dann haben wir das zumindest mal. So. Minerva-Statue verwenden. Wie auch immer das gehen soll. Vulkanfresco. Ja, gut. Ich würde mal sagen, wir gehen nochmal zurück in den Thermen von Strand Lane. Vielleicht können wir da jetzt ins Frigidarium rein. Wer weiß. Vielleicht können wir da irgendwie jetzt das Ganze freischaufeln lassen. Wäre super. Mr. Holmes, we've cleared the corridor to the Frigidarium. You can visit it now. Thank you, Mr. Phillips. Jetzt ist es auf jeden Fall schon mal freigeräumt. Wunderbar. So, wo ist das Frigidarium? Da.
Da geht's zum Frigidarium. Genau, sehr schön. Jetzt ist das Ganze hier freigeräumt. Wunderbar. Dann können wir da schon mal rein. Tag. Ein schöner Bereich. Nur da fehlt anscheinend der einen Statue fehlt ein Kopf. So, Helm untersuchen. Drücken. Was? Nee. Drücken will ich hier erstmal gar nichts. Drücken will ich hier erstmal nichts. So. Die Frage. Minerva. Neptun. Vulkan. Mithras Kult. Okay, Minerva hat auf jeden Fall so einen komischen Helm. Das ist so eine Art Krone, kann man sagen. Oder ein Zepter. Also, naja, nee, nicht Krone, sondern eher so ein Dreizack. Und Vulkanfresko sind die beiden Gesichter. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Gibt es hier irgendwie genau in der Form auch noch sowas zu drücken? Also solche Druckplatten. Skorpion. Was haben wir da noch? Hermesstab. Nö. Dreizack. Genau. Das ist der. Amphore. Und sonst haben wir hier nichts oder was. Spinne. Okay. Dann würde ich mal sagen, erstmal den Helm. Erst mit den Helmen. So. Dann haben wir da den Dreizack. Zack. So. Und ja, ich weiß halt nicht, was da noch alles gedrückt gehört. Muss ich mal gucken. Haben wir da noch irgendwas, was wir untersuchen können? Offensichtlich nicht, oder was? Nö. Offensichtlich haben wir hier nichts. Eine Tür, ja. Was ist das gewesen? Warte mal, ist da drüben auch noch eine Tür? Nee. Okay, das ist einfach nur eine Wand. Okay. Dem können wir auch nichts anstellen. Seltsam. Also ich habe momentan überhaupt keinen Plan, was ich da genau drücken soll und wie das Ganze im Zusammenhang steht. Ich kann jetzt nur eins machen, indem ich mich vielleicht nochmal zur Ausgrabungsstätte begebe. Weil vielleicht da noch irgendwas auffindbar ist, was noch von Nutzen sein könnte. Da haben wir schon alles untersucht, ne? Genau, da haben wir schon alles untersucht. All these events are bad for the baths. Okay. And my job. We don't have many leads here. Okay, dann reisen wir nochmal nach St. Albans.
Halt, stopp. Achso, okay. Das haben wir eh schon untersucht. Ich dachte, es wäre wieder weiß gewesen. So. Haben wir hier sonst noch was? Die Haken. Bauhaken. Neptun. Minerva. Der Stier. Sonst haben wir hier nichts. Das ist sehr eigenartig gerade. This is a Reaper. Jetzt liegt der Gegenstand. Aber da können wir momentan noch nichts machen anscheinend. Wir können damit noch nichts tun. Da ist auch nichts. Oh, Schienen untersuchen. This railway is used to remove rubble from the site. Aha. Das ist doch mir nichts. Nee. Okay. Gut, dann können wir aber eh nicht rein. Ich verstehe nur nicht genau, wo ich was übersehen habe. Kann sein, dass ich irgendwo gerade wieder was übersehen habe und an dem ich ständig vorbeilaufe. Sehr merkwürdig. Da können wir auch nichts mehr machen, ne? Bei Team hier, ne. Da gibt's auch nichts. Die Seile. I don't need the ropes for now. Die Seile brauchen wir momentan auch nicht. Das Fresco haben wir schon gesehen. Also ich bin mir gerade unsicher, wo ich da jetzt am besten weitermachen soll. Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. What should we do next, Holmes? Ja, das frage ich mich auch gerade. Deswegen frage ich dich ja. Scotland Yard. Ja. Können wir vielleicht die drei Leute noch mal befragen? Geht das vielleicht? Können wir die vielleicht irgendwie noch mal befragen? Vielleicht ist das ja möglich. Mr. Holmes? Ja, oh nein. Das haben wir schon alles untersucht. Genau. Was war das? Warte mal. Kann ich da rein? Nein, natürlich nicht. Okay. Please escort this suspect for interrogation. Okay, sehr gut. Ah, ich wollte eigentlich den Pitkin haben. Den Blinkhorn. Oder? Oder war es doch Pitkin? Ich weiß gar nicht. Naja, egal. Wir fragen den mal, den Mr. Garrow, nach den Mithras, ob er da irgendwas weiß darüber. Perhaps you could explain the cult of Mithras to me. No, there is nothing to say. We are not the worthy ones. But Sir Rodney believed that he was. He was wrong. I have visions. The golden knife, the mummy. Oh, it's all my fault. Calm down, Mr. Garrow. Goldener Dolch? Das muss ja irgendwo Gold geben. Blinkhorn. Aha, genau. Mr. Blinkhorn war's. So, Garrows Verhalten. Gestohlene Notizen, Garrows Medikament. Garrows Krankheit. Garrow leidet unter seiner extremen Fixierung auf dem Mithras-Fluch. Und zwar so sehr, dass er seine Obsession in den Wahnsinn getrieben hat, was durch das Medikament, das er einnimmt, nur noch verstärkt wird.
Gerolds Schwäche. Gerold leidet an Melancholie. Er ist ein Opfer der Übermedikation, was in der Halluzination und sein unberechenbares Verhalten erklärt. Der Schock über Sir Rodneys Tod hat seinen Zustand noch verschlechtert. Ja, ich glaub, Gerold ist da nicht schuld dran. Okay. Gut, dann haben wir das zumindest schon mal. So, Mr. Blinkhorn. Was weiß der über den Mithras-Kult? Mal gucken, was der vielleicht weiß. So, was weißt du über den Mithras-Kult? Was kannst du mir darüber erzählen?